Und wieder einmal beginnen wir unsere Folge damit, zurück zu einem blauen Kristall zu laufen. Aber was muss, das muss. Wir wollen nicht ohne Gorn weiter. Auch wenn er ja eigentlich nur ein verkappter Magier ist. Also er ist unser Damage-Dealer, nicht unser Tank. Komischer Minotaure. So. Ich versuche jetzt mal was ganz Doofes. Nee, es geht nicht. Ich hatte irgendwie gedacht, man könnte vielleicht den Kristall kaputt hauen, um dahinter an ein Secret zu kommen. Obwohl, da steht Miss. Ich probiere mal da was durchzuschießen. Ja, wird getroffen, aber man sieht keine Schadensmeldung. Nee, anscheinend geht es nicht. Aber das wäre ein cooles Secret, denn wer zerstört schon willentlich einen blauen Kristall? Zumal dahinter Gegenstände sind und nur eine Wand. Und man kann von oben nicht runterspringen. Machen wir das Licht aus. Scheint leider nirgendwo durch. Also da ist was. Hinter dem blauen Kristall. Vielleicht hat das einfach nur eine sehr hohe Ausweichchance. Das wäre komisch, weil es ein blauer Kristall ist. Der einfach nur da steht und rumschwebt. Da steht und rumschwebt. Das ist auch egal. So gut. Wir kriegen das auf den ersten Blick nicht hin. Das bewahren wir uns für später auf. Jetzt wollen wir töten. Laufe ich überhaupt richtig? Ja, ich laufe richtig. So, Feuerball, Blitzstrahl. Alles wie gehabt. Darum. Da sind wir runtergesprungen, da sind wir wieder hoch. Dann können wir da rum. Und wir haben noch jede Menge Ogre zu töten. Oh, wir können mal kurz von der anderen Seite gucken. Licht wieder aus. Wir hören hier den blauen Kristall. Oh, da ist ein Schalter. Sehr schön. Ein paar Kräuter. Eine Notiz von Torum nehme ich mal an. Und Feuerbolzen. Und wir kommen jetzt schneller an den blauen Kristall ran. Was auch noch ein netter Bonus ist. So, was sagt die Notiz? Oh, viel zu lang. Ich habe ähnliche Kristalle in den Tempeln von Nex gesehen. Aber verglichen mit diesen großen Formationen... Aber verglichen mit diesen großen Formationen sind diese, also die im Tempel von Nex, verdorrt und lebenslos. Diese Kristalle, also immer noch die im Tempel von Nex, haben anscheinend nicht genug Kraft in ihnen, um einen gefallenen Kameraden wiederzubeleben. Ich frage mich, wie oft ich noch den Tod austricksen kann. Torum. Also er kennt diese Kristalle wohl schon, aber in einer geschwächten Form. Vielleicht verlieren sie ihre Kraft, sobald man sie von diesem Ort hier entfernt. Und das wäre auch ein fieses Feature, wenn man die blauen Kristalle nur zwei, drei benutzen kann und dann lösen sie sich auf. Und wenn man denn einen benutzen will, muss man halt weiter hochgehen, wo noch welche im Dungeon sind. Und irgendwann sind alle. Das wäre gemein. So, hier brauchen wir Schlüssel, die wir nicht haben. Hier brauchen wir gar nichts. Wir könnten einfach reingehen, aber wir sollten erstmal das andere zu Ende machen. Da waren ja noch die Ogre. Genau, was man hier ran gut ergänzen kann, den schmeißen wir gleich dem nächsten Ogre in den Kopf. Ogre? Ich höre kein Stampfen. Na gut, dann speichere ich mal kurz ab. Sind wir hier schon runtergesprungen? Nee, anscheinend nicht. Keine Schalter? Nö. Oh, ein Schädel. Sehr schön. Oh oh.
Und der Schleim weicht aus, der... Komm her, du warst Schleim. So, ein Brot wird gleich gegessen. Ein Schädel wird gleich annektiert. Und es sind anscheinend nicht ganz so viele Schleime. Oh, ich hätte nichts sagen sollen. Da ist noch einer und ich glaube, da war auch gerade noch einer. Oh, Sackgasse. Keine Energie mehr. Ja, wir könnten hier schlafen, aber ich glaube, dann sterben wir. Also mischen wir uns mal kurz ein paar Mana-Tränke. Wie waren die Mana-Tränke? Ich glaube, das waren die Bluttropfen-Dingens. Wir sollten das nicht in einen Sack stopfen, sondern in den Mörsern-Meißel. So, niam niam. Niam niam. Niam niam. Da. Und mit der letzten Flasche machen wir nochmal einen Heiltrank. So. Zack. Und weiter geht's mit Schleime töten. Das sind definitiv mehr als gedacht. Aber wir haben hier noch ein paar Kräuter. Und finden auch dabei noch welche. Auch wenn es die falschen sind. So, Feuerball, Blitzstrahl. Und es sind noch viel mehr Schleime als gedacht. Aber sind alles Erfahrungspunkte. Auch wenn die nicht gerade sehr viel bringen. Oh, was haben wir hier? Noch ein Käfer. Da sind mir die Kräuter doch lieber. Noch ein Heilkraut. Ja, doch. Und es ist ein ganz schön großes Gebiet, wo wir runtergesprungen sind. Hier ist hier wieder so ein Schatz versteckt. Ich meine, der erste Schatz war ja auch bei Schleim und der zweite... Nee, ich glaube nicht. Na, das ist echt ein riesiges Gebiet, wo wir runtergesprungen sind. Ich hätte mal gucken sollen, wo wir runtergefallen sind, um zu gucken, ob die zweite Fallgrube hier oben auch hier hinführt. Also ich glaube, hier sind wir runtergefallen. Da. Das heißt, drei Felder vor uns. Dann wären wir dahinter gelandet, also in einem anderen Gebiet. Also wir sollen definitiv da nochmal runterspringen. So, jetzt hätte ich aber gerne einen blauen Stein. Ich weiß, ich bin verwöhnt. Aber ich hätte trotzdem gerne einen. Oder zumindest keine Gegner mehr, dass wir hier alles in Ruhe durchsuchen könnten. Oh, ich glaube, das wurde mir gewährt. Ich höre keinen Schleim mehr. So, keine Knöpfe. Fackel kommt mit. Schuriken kommen auch mit. Da geht's schon mal hoch. Okay. Machen wir mal Licht aus und gucken, ob wir irgendwo irgendwas durchschimmern sehen. Ja, wir sehen was schimmern, aber das ist eine aktive Fackel. Und was haben wir hier? Giftbomben. Haben wir auch schon 9. Da geht's auch noch weiter. Und ein Schleimball. Aber nirgendwo irgendwas Schimmerndes. Gut, Licht. Und auch keine Schalter. In der ganzen Ebene bisher nicht. Na gut, gehen wir hoch. Da geht's nicht hoch. Hoch geht's darum. Dann werden wir wohl hier irgendwo rauskommen. Und dann können wir gleich in die andere Fallgrube runterspringen.
Wo wir eigentlich erstmal hier in Ruhe schlafen sollten. Ja. Aber es ist gut, dass wir so einen Vorrat hatten an Mana-Kräuter, sonst hätte das echt übel enden können. Denn wenn die Schleime einigermaßen geschickt agiert hätten und uns da eingekesselt, dann wären wir gestorben. Zack, soll reichen. Feuerball. Blitzstrahl und hoch da. Hier legen wir gleich mal was drauf. Ich höre einen Oger und die kleinen Krabbelviecher. Komm her, kleines Krabbelviech. Und ich habe mir gerade die Chance verbaut zu testen, ob es ein Flächenschaden ist oder nicht. Also Blitzzauber. Aber ja, so alleine betrachtet, die sind echt nicht schlimm, die Viecher. Die Masse macht's wahrscheinlich. Hey Oger, komm mal nach vorne. Wir sind ganz woanders rausgekommen. Au. So, die sind echt zäh manchmal. So, wenn wir jetzt hier runterspringen, kommen wir 1, 2, 3, 4, 5 Felder über der Treppe raus. Also hier, ist egal. Wenn wir da runterspringen, kommen wir irgendwo da raus. Ist auch egal. Und wenn wir hier runterspringen, kommen wir da raus. Nee. 1, 2, 3 schräg. 1, 2, 3 schräg kommen wir da raus. Aber da ist ein Schlüssel. Also irgendwo wird hier doch ein Schalter versteckt sein. Gucken wir doch mal schön gründlich in der näheren Umgebung. Nehmen die Fackel hier mal weg. Nee. Hey, warum kann ich nichts mehr... Okay. Sobald die Animation beginnt, dass die Mauer runtergeht, kann man auch nichts mehr hinlegen. Das ist ein bisschen ungeschickt gelöst. Und hier sind nirgendwo Schalter für das Dingens. Für das Rätsel. Komisch. Na gut. Wir müssen einfach darauf achten, wenn wir irgendwo einen Hebel und Schalter sehen. Oh, wie die da zum Beispiel. Juhu, 5 Schalter, die jeweils an- und aus sein können. Ja, und keiner hat irgendwie Klick gemacht. Noch eine Fallgrube, wo kommen wir hier raus? 1, 2, 3, schräg nach oben, einer nach rechts. 1, 2, 3, schräg nach oben, einer nach rechts, da. Nö, der ist auch egal. Oh, was haben wir hier? Gegner auf jeden Fall hinter. Juhu, Dinos. Also eine Nahrungsquelle haben wir in dem Bereich auch schon mal. Hüpf, Dino, hüpf. Na komm schon, warum greift Gorn so scheiße langsam an? Also ja, es ist eine schwere zweiklingige Axt, aber trotzdem. Also die kann dreimal zuhauen, bevor Gorn dran ist. Das ist schon... Ah, okay. So, die Tür haben wir aufgemacht. Was haben wir drin? Eine Wurfaxt. Ist doch albern. Und kein Schalter oder dergleichen. Nö. Aber hier können wir uns einbunkern und schlafen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Jetzt kommt erstmal ein Cut und wir speichern ab. LP 085.
bis gleich.